Hi, wir sind Melinda und David und leben seit 1,5 Jahren in unserem selbst ausgebauten Transporter und sind gerade in Italien unterwegs. Auf dem Weg zu unserer Fähre nach Sardinien erreichte uns diese Woche eine E-Mail mit einer besonderen Frage. Und eigentlich thematisieren wir dieses Thema auf unserem Kanal nicht, aber im heutigen Video möchten wir darauf eingehen. Moin Giorno! Herzlich willkommen zum neuen Video. Letzte Woche waren wir noch in den Marken und diese Woche sind wir in Umbrien, denn das liegt auf dem Weg nach Sardinien. Da wollen wir nächste Woche eine Fähre nehmen. Ja, und bis dahin schauen wir uns ein bisschen Umbrien an, haben Eigentlich wir gedacht. Eigentlich liegt es auf dem Weg nach Livorno. Ja. Da, wo wir unsere Fähre nach Sardinien nehmen. Stimmt, von Livorno geht unsere Fähre und wir haben noch ein paar Tage Zeit. Deswegen, ja, man fährt eh durch Umbrien und dann dachten wir uns, gucken wir uns das mal an. Und jetzt sind wir in der Nähe von der Stadt Assisi. Hinter uns steht Ting Tong, unser Van. Und wir stehen hier auf einem kostenpflichtigen Wohnmobilstellplatz, der, wie viel kostet der? 14 Euro für 24 Stunden, was eigentlich ziemlich teuer ist, weil ganz oft findet man diese Sosta der Camper auch kostenlos. Ja. Aber Assisi soll eine schöne Stadt sein oder ein schönes Dörfchen, bekannt, und deswegen ist es wahrscheinlich so teuer. Ja, und wir haben jetzt auch den ganzen September eigentlich nichts für Stellplätze bezahlt. Also gönnen wir uns das mal. Jetzt wird richtig gegönnt. Auf geht's. Ja, wir wollen ja jetzt ins Dörfchen gehen, aber hier ist einfach nur Straße. Es gibt überhaupt gar keine Gehwege und das ist typisch in Italien. Jo, hier ist richtig was los. Also schon mal ganz anders als in den Marken. Da waren nämlich auch schöne Städte und kleine Dörfer, aber da war es bei weitem nicht so voll. Aber es ist aber auch echt richtig schön hier. Ja, ist ein bisschen was los hier, ne? Ja, geht aber. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt hoch dürfen, die Treppe, oder nicht? Ja, weiß nicht, lass doch mal ausprobieren. Aber schon richtig schön hier. Hm. Ja. Es ist auf jeden Fall richtig schön da drin. Ich bin froh, dass ich da so Aufnahmen gemacht habe, weil dann kann ich mir das nochmal ganz genau in Ruhe angucken, weil es ist drin halt richtig viel los gewesen, total voll, ne? Mhm. Und dann kann ich das irgendwie nicht ganz so in Ruhe genießen. Aber wenn ich mir dann die Aufnahmen anschaue, dann gucke ich da nochmal ganz genau rein. Jetzt genießen wir die Sonne. Also ich glaube, zu wissen, warum hier so viel los ist, und zwar ist das halt einfach eine richtig krasse Sehenswürdigkeit hier in Italien. Zum einen ist hier die Stadt richtig schön und total alt. Schon 400 vor Christus haben die Römer hier so Terrassen angelegt. Und zum anderen ist hier der heilige Franziskus, also der Franz von Assisi, geboren und wohl auch begraben. Und das ist so eine richtig krasse heilige Pilgerstätte anscheinend. Und deswegen ist hier mega viel los, ist halt wohl auch total geschichtsträchtig. Wen das interessiert, dann guck doch mal bei Wikipedia nach. Ja, wir genießen jetzt hier mal die richtig krasse Aussicht und man kann hier voll weit gucken. Das ist richtig schön. Guck doch mal. Nein. Komm bitte. Nein. Okay. Muss auch nicht immer so neugierig sein. Das ist einfach so. Mit dir haben halt einen Vogel dabei. Aber ich will wissen, warum. Vielleicht haben die sich den gerade gekauft oder so.
Was heißt denn, Entschuldigung, warum haben Sie einen Vogel dabei? Scusa, una domanda, perché? Ein Uccello. Insieme. A te? Ai uccello. 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 Insieme. A te. A te. Was ist Vogel? Uccello. Uccello. Okay, dann halt mal. Der fragt jetzt wirklich. Uccello. Ciao. Buona serata. Ciao. Also, ich habe das erste Mal jemanden auf Italienisch angesprochen, weil ich fand das so krass, wieso der den Vogel dabei hat. Und er hat den Vogel dabei, weil es ein Haustier ist, ne? Für die ist es halt wie ein Hund, wie halt ein Haustier. Und sie meinten halt, dass der Vogel alleine, wenn er alleine zu Hause bleibt, halt durchdreht und nicht alleine da bleiben möchte, also lieber mit denen zusammen sein möchte. Ja, und das habe ich natürlich mit Hilfe von Melli verstanden, aber ich habe es zu 80% auch so verstanden. Also ja. Bin richtig stolz auf mich, denn ich lerne jetzt auch schon seit 4 Wochen Italienisch und das allererste Mal habe ich jemand Fremdes angesprochen. Ja, der Typ, ja, ein Vogel schon, halt, da dachte ich mir, der muss mich ja verstehen. So der muss mich gut, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und das stellen wir auch nicht in Frage. Nee, aber ich meine, wir wollen einfach nur wissen, wieso man einen Vogel mit sich trägt wie einen Rucksack. Ja, ist halt so sein Ding. Ist halt deren Haustier. Okay, also falls ihr sowas mal seht, dann wisst ihr Bescheid und wir machen weiter. Also, boah, ey, überall so kleine Gassen verwinkelt. Wenn man so ein bisschen abseits der Sehenswürdigkeiten geht, dann ist das hier total ruhig. Also, wir wissen gar nicht, wo wir langlaufen sollen. Wir haben uns jetzt was Kleines zu essen geholt, machen ein kleines Päuschen und genießen hier die Aussicht. Wir haben uns hier irgendwie so eine Focaccia geholt und dann gucken wir mal weiter, was hier zu entdecken gibt. Ja, da vorne ist noch eine Bank frei. Oh ja, da gehen wir hin. So schön. Schön, also am besten man kommt selbst hierher und schaut sich das Ganze persönlich an. Ja. Ein paar Eindrücke werden wir euch aber hier zeigen. Genau, also wir haben uns auf jeden Fall schon verliebt. Es ist eine wunderschöne Stadt und ja, wie gesagt, es zählt für die Marken, aber wir kommen auf jeden Fall auch wieder hierher. Uns begeistert die Region einfach unglaublich. Jetzt geht es aber erstmal zurück zum Camper. Es wird nämlich langsam Abend und ja, wir müssen auch noch ein bisschen arbeiten und was essen müssen wir auch mal wieder. Und schon wieder? Ja. War nur ein Snack, ne? So, also gehen wir jetzt ans Auto und sehen uns dann die nächsten Tage irgendwann wieder. Naja, nicht die nächsten Tage. Direkt morgen, schon? Morgen, weil morgen geht's weiter. Also ja, okay. Lasst euch mal überraschen, ja, gut, bis morgen geht. Morgen. So, ein neuer Tag. Es ist richtig schöne, klare, frische Luft. Und ja, wir sind hier morgen aufgewacht. Es war einiges los um uns herum. Wir haben ein bisschen länger geschlafen. Ich habe nämlich bis nachts um ungefähr 2 Uhr an dem YouTube-Video von letzter Woche, also für euch von letzter Woche geschnitten, das Video über die Marken. Ja, und deswegen haben wir ein bisschen länger gepennt, haben jetzt gut gegessen und jetzt haben wir uns angezogen und fahren Richtung Perugia. Wir wollen uns heute noch ein bisschen die Stadt angucken. Perugia ist die Hauptstadt von Umbrien und danach soll es ein bisschen in die Natur gehen, damit wir morgen noch ein bisschen was von der Natur hier sehen, Umbrien. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das Wetter ist auf jeden Fall gut, soll so bleiben und ich würde sagen, wir fahren direkt mal los.
sogar Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl in die Stadt hoch? Also eine fahrbare Treppe. Also so eine Rolltreppe, ja. Krass, eigentlich wollten wir jetzt hochlaufen. Und nämlich nur so 10 Minuten in die Stadt und ein bisschen Kalorien verbrennen, aber... Aber wir können ja auch Treppen laufen, jetzt müssen wir überlegen. Oh, jetzt. Ja, also... Wahl der Wahl. Treppe oder... Ja, dann wow. Die wird ja richtig schnell. Okay, wer... Ich glaube, die Treppe. Ich auch. Die Kurve ist wieder super. Komm, auf geht's. Okay, vielleicht wechseln wir uns ab und... Jetzt nehmen wir mal die andere. Nehmen auch mal die Rolltreppe. Ja, mit der Rolltreppe nach Perugia. Das ist doch wie ein Buchtitel. Ja, das ist richtig schön hier. Und guck mal, direkt hinter mir, da oben, da hinten die Stadt am Berg oder im Berg gebaut, das ist Assisi. Also da waren wir gestern und dann haben wir hierher geguckt quasi und jetzt sind wir auf der anderen Seite des Tals. Es ist echt eine richtig schöne Aussicht, die man hört. Richtig schön. Das ist ein ganz großer Fingerfleck. Ja, müssen wir gleich mal wegmachen. Ja. Nicht, ja, auf jeden Fall. Dass es so schmierig ist. Ist hier auch. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich nicht. Dann war die gestern auch schon schmierig, glaube ich. Heute ist auch so ein Markt gewesen, wo sie nur biologisch angebaute Sachen anbieten, die aus der Umgebung hier kommen. Und selbst gemacht halt fermentierte Sachen oder Honig oder Seifen. Ja, wir haben uns jetzt eine Seife geholt, beziehungsweise eine Seife und ein Shampoo. Alles selbst hergestellt, alles biologisch abbaubar. Und dann haben wir uns noch Linsen geholt. Das ist so eine Mischung aus Dinkelkörner, Linsen, dann so eine anderen Erbkiche, also Art Kichererbsen. Aber die gibt es aber nur hier in der Region. Da gibt es noch nicht mal einen englischen Namen für irgendwie. Und ich habe sogar mal gelesen, dass die besten Linsen oder eine der besten Linsensorten in den Marken wächst. Also direkt hier nebenan. Und Kichererbsenmehl. Also richtig schön. Also ich glaube, früher oder später müssen wir hier nach Italien herziehen. Gucken uns noch ein bisschen was an und dann verschlägt es uns bestimmt hierher, weil das ist einfach unsere Region. Ich merke das einfach total. Ich glaube, wir fühlen uns richtig wohl hier, ja. Ja, ist schön. Und haben uns sogar welche auf Instagram geschrieben, ja, dass sie uns so ausgeglichen sehen und so glücklich. Also findet ihr das auch? Also sind wir so glücklich wie... noch nie in unseren YouTube-Videos. Also wir fühlen uns auf jeden Fall sehr wohl. Wir müssen noch einen Stellplatz für heute Abend finden. Deswegen wollen wir natürlich auch nicht zu spät los, weil im Dunkeln ist immer ein bisschen blöd. Ja. Und ich merke auch, dass ich nicht so viel geschlafen habe, wegen des Videos. Ja, ich würde mal sagen, pack mal's. Ich bin nicht müde. Es ist gerade mal 4:15, ich dachte, es ist schon 6 oder so. Ja. Thank you.
kommen so langsam zum Ende des Videos. Ja, kommen wir mal zum Thema, über was wir eigentlich nicht sprechen auf unserem Account. Ich möchte halt einfach eine E-Mail, die ich von einem Zuschauer bekommen habe, als Anlass nehmen, vielleicht doch mal darüber zu sprechen. Und zwar geht es der Person darum, dass sie sich sehr viele Reisevlogs anguckt und einfach sieht, dass wenig über Politik gesprochen wird. Konkret schreibt die Person hier, es scheint so, als würde es vielen am Arsch vorbeigehen und dass ja, die Welt brennt und viele Reisevlogger uns inklusive da ja überhaupt nichts zu sagen würden beziehungsweise sehr fröhlich sein. Ich glaube bei uns, also ich kann jetzt mal für uns sprechen und ich würde mal sagen, das ist so, dass wir, ja, wenn ihr uns bei Instagram folgt oder auch hier bei YouTube, ihr seht ja 20 Minuten vielleicht von einer ganzen Woche. Also es ist nicht all das, über was wir uns Gedanken machen, über was wir sprechen, wo wir Gefühle zu haben oder Gedanken zu haben, nicht all das kommunizieren wir. Selbstverständlich machen wir uns super viele Gedanken und auch zu der aktuellen Sache, aber zu ganz vielen anderen Dingen eben auch, die wir aus verschiedensten Gründen einfach nicht mit euch kommunizieren, weil das ist eine sehr einseitige Kommunikation. Und das ist, wir sind ja auch kein politischer Account. Wir beschäftigen uns ja eher um das Reisen und um quasi Mut machen oder Inspiration, wie man halt anders leben kann. Und da ist jetzt nicht das politische Thema. Natürlich ist es auch eine Sache, die halt natürlich zu dem Alltag auch dazugehört, aber es gibt genug andere Sendungen, die das ausstrahlen. Und wir sind auch nicht vor Ort in diesen Ländern, wo gerade halt so schreckliche Sachen passieren. Wenn wir dort wären, dann könnten wir vielleicht auch mehr Stellungnahme dazu nehmen, wie sich das anfühlt oder ob wir das da mitbekommen oder keine Ahnung, andere Sachen halt. Aber wir sehen das ja genau auch nur im Fernsehen und das, was die Medien uns berichten. Also was sollen wir da großartig dazu sagen? Ja, und ich denke halt einfach, jeder versucht so auf seine Art und Weise die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder viele versuchen das einfach. Und ich hoffe, ihr kriegt das durch unsere Videos mit, dass man mit wenig und leicht durch die Welt reisen kann und dass es überall auf der Welt gute Menschen gibt und dass die Welt nicht nur so ist, wie man sie vielleicht in ja, gewissen Nachrichtensendungen halt auch einfach gezeigt bekommt. Also es ist auch Teil dieser Welt, aber es ist halt nicht alles auf dieser Welt. Und ich glaube, wir zeigen schon, dass die ganze Welt nicht am Brennen ist. Also dass es auch viele Orte gibt, in denen das Leben noch okay ist. Genau, das ist ja halt immer nur diese eine Seite. Ich meine, die Nachrichten zeigen halt schlechte Nachrichten. Es gibt ja kaum einen Nachrichtensender, wo gute oder positive Nachrichten ausgestrahlt werden. Und wenn, dann muss man das quasi suchen selber. Es ist ja nicht auf, also nicht im normalen Fernseher zu finden. Also gibt es dann halt Kanäle wie YouTube oder Instagram, die halt einfach auch die andere Welt halt zeigen. Und uns geht's halt zum Glück hier gut. Und warum sollen wir das nicht einfach auch zeigen, dass es immer noch Orte gibt, wo es auch einem gut geht? Wir leben minimalistisch, deswegen können wir uns vielleicht auch von der ganzen Sache ein bisschen zurückziehen und müssen da vielleicht auch nicht so tief drin sein. Aber im Endeffekt, ja, haben wir noch das Glück, hier noch im Guten zu leben und versuchen, aber trotzdem minimalistisch zu sein, was ja auch bedeutet, dass wir der Umwelt oder der Welt halt was Gutes tun möchten. Und das ist halt quasi unser Beitrag. Zu dem ganzen anderen. Also natürlich machen wir auch nicht alles richtig. Und ich glaube, das geht auch gar nicht, alles richtig zu machen. Auf jeden Fall nicht. Wir wollten das einfach mal als Anlass nehmen, euch zu sagen, dass es bei uns so ist, aber dass auch viele andere Vanlifer, kann man ja gar nicht so sagen, es sind ja Menschen, die wir kennengelernt haben, die halt zeitweise im Van leben, die machen sich genauso viele Gedanken über all die anderen Sachen, auch wenn sie das nach außen nicht kommunizieren. Und da haben wir auch oft drüber gesprochen, aber es sind trotzdem auch irgendwo private Gespräche und ich meine auch, weil wenn wir unser Leben teilen, heißt es ja nicht, dass wir 24/7 wie bei Big Brother eine Kamera irgendwo haben und dass man halt alles, also wir entscheiden selbst, was wir filmen möchten und was wir zeigen möchten. Das soll ja auch ein bisschen, einfach auch nicht vergessen. Genau. Also es soll ja auch ein bisschen für euch interessant sein, deswegen ist da halt auch immer ein bisschen Gedanke dahinter, was filmt man, was zeigt man und wie filmt man das alles. Und ich hoffe, ihr könnt das zum Anlass nehmen und einfach sehen, dass wir
ganz normale Menschen sind und wenn wir alle zusammen abends mal bei einem Weinchen oder morgens beim Kaffee zusammensitzen würden, würden wir uns auch über andere Themen unterhalten. Also würdet ihr auch ganz schnell merken, dass da ganz viel Tiefe dahinter ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, falls es bei YouTube oder Instagram manchmal ein bisschen oberflächlich bei vielen anderen vorkommt, dann nimmt es den Leuten nicht krumm, sondern manchmal traut man sich gar nicht, eine gewisse Tiefe einzugehen, weil es ja auch was sehr Persönliches ist. Aber wir verurteilen all das, was auf der Welt passiert, was schlimm ist, verurteilen wir aufs Schärfste und finden wir überhaupt nicht gut. Natürlich sind wir für Frieden. Ja, definitiv, auch wenn das wie so eine Floskel klingt, aber das sind wir auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass wir mit unserem kleinen Friedensmobil hier ja, zeigen können, dass die Welt ein guter Ort ist und dass wir sie alle zu einem noch besseren Ort machen können. Genau, ja. Das war ein schöner Endsatz. Und jetzt essen wir, bevor unsere Nudeln kalt werden und bevor wir die Fähre verpassen. Sonst fährt die Fähre ohne uns los. Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne eure Gedanken in die Kommentare, was ihr dazu denkt oder ob ihr überhaupt nichts dazu denkt. Ist auch völlig okay. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche von Sardinien.